Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl, wir sind wieder unterwegs, Holzlieferungen an den Start zu bringen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe da einen Beitrag zur Renovierung den Auftrag angenommen. Ja, wir müssen mal schauen. Also wir brauchen lange Stämme, wir brauchen aber auch nochmal Holzplanken. Deswegen bin ich hier gerade mit dem Aufsatz für mittelgroße Stämme unterwegs und mit dem Anhänger für lange Stämme. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich fahre jetzt gerade wieder zu dem zu dieser Holzstation, wo wir beim letzten Mal auch schon waren, um dann nochmal zum Sägewerk zu fahren. Wir haben einmal Holzplanken haben wir noch da. Wir bekommen aus dem mittelgroßen ja drei Holzplanken raus. Das heißt, ich werde da erstmal hin und her fahren müssen. Zweimal. Also einmal hin und nochmal wieder zurück. Holzplanken holen, mittelgroße Stämme holen. Um dann am Ende des Tages hier nochmal mit einem anderen Anhänger hinfahren zu können, um die ja, Holzplanken auch aufladen zu können. Aber wir nehmen jetzt erstmal die langen Stämme dann auch mal hier auf. Und ja, wir schauen mal, wie wir es hinkriegen. Wird schon irgendwie. Wir lassen uns mal überraschen. Vielen Dank, Frank, für deinen Kommentar, dass ich da beim letzten Mal wohl nichts falsch gemacht habe, sondern dass der zack, Anhänger, jawohl, die nehmen wir einmal mit, dankeschön, dass der Aufsatz, den ich da drauf hatte, wohl ein wenig ja, verbuggt ist. Gut, passiert schon mal, ja, kann man nicht ändern. Leider, aber egal. Halt, stopp, die Musik ist wieder zu laut. Wir haben es ja am Ende des Tages dann doch noch ganz gut hinbekommen und von daher ist es ja eigentlich in Ordnung gewesen. Allerdings muss ich jetzt hier auch wieder ohne Ende liefern. Warte mal, wo muss das überhaupt hin? Lieferung zur Farm. Wo ist denn die Farm überhaupt? Ach du Scheiße, da hinten am Arsch der Welt. Naja gut, das ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Wir müssen ja eh wieder zurück. Damit kann man arbeiten, wie ich finde. Zumindest so teilweise. Hätten wir besser einen anderen Anhänger mitgenommen, wenn ich jetzt so mal recht drüber überlege. Hätten wir... gibt es so einen Anhänger auch für 6 Plätze? Ne, wahrscheinlich nicht mit der Kupplung, ne? Na, ist egal. Wir ziehen das jetzt eiskalt hier durch. Wir fahren jetzt einmal hier rauf. Wobei andererseits hätte ich den Anhänger jetzt auch da stehen lassen können. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Das ist also Jacke wie Hose, wie wir es machen. Das ist trotzdem eine blöde Hin- und Herfahrerei, wie ich finde gerade. Weil wir halt jetzt jedes Mal immer zum Sägewerk müssen. Für diese blöden Planken. Andererseits könnten wir auch hingehen. Was vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee ist. Warte mal, wenn wir hier sind. Wie kommen wir denn von hier aus darüber? Moment. Zur Farm. Auch gar nicht so dumm. Könnten wir so rumfahren, ne? Wobei ich glaube, der Weg hier ist ein bisschen einfacher. Als Jacke wie Hose, wie wir es machen. Wir können auch hier lang fahren. Dann hier unten rum und dann hier rüber. Dann hätten wir schon mal einmal die da. Also ist echt egal, wie wir es machen, ne? Das ist wirklich egal. Naja, wir schauen mal. Wie viel, naja, ich gehe mal davon aus, dass wir... sechsmal Planken kriegen würden, ne? Kann das sein? Warte mal, wir machen mal Lagerhaus. So, was haben wir denn hier? Fracht übrig. Ach krass, ich habe noch 4. Okay. Ja. Ja, pass auf, dann würde ich doch einmal die
mittelgroßen Stämme hier hinballern. Wieso habe ich denn noch 4 übrig? Jetzt mal im Ernst. Bauen. Oh, passt doch. Komm, wir bauen die nochmal. Und nochmal haben wir 10-mal Planken am Start. Reicht erstmal. Ja, dann hätten wir es doch ein bisschen anders machen können. Schade eigentlich. Ich wusste nicht, dass ich hier nochmal 4-mal Planken am Start habe. Ich hätte gedacht, ich wäre nur noch einmal Planken hier. Ja gut, dann brauchen wir auch nicht hin und her fahren. Ja gut, dann ziehen wir es einfach durch. Warum nicht? Kann man dann auch machen, ne? Achso, warte mal, dann sollte ich mir vielleicht mal eben schnell einen Weg checken. Ja gut, das ist einfach nur der Straße immer folgen. Das kriegen wir schon hin. Weil dann, ja, können wir doch anders fahren. Oh, 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 bitte nicht umkippen da. Alter Schwede, der war knapp. Alter, der schwankt aber hier ordentlich. Der Anhänger. Ganz miese Nummer. Kein Bock, dass das Ding umfällt, weil dann haben wir einen Batzen. Naja, gut, egal. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht mal... Wir haben ja noch eine Map hier offen gerade. Ich glaube, das ist eine russische Map, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mit Schnee bedeckt, obwohl... mit Schnee fahren ist ja gar kein... Obwohl, es würde zur Jahreszeit passen, ne? Wir haben ja Winter, also von daher würde das eigentlich auch passen. Wobei, gefühlt ist es kein Winter, den wir haben. Ist ja eher so Frühling. Würde ich jetzt mal so sagen. Ey, warte mal, ich muss doch mal eben schnell schauen. Wo muss man lang? Da. Ja, so passt. Könnten wir auch noch mal darüber gehen, ne? Die Mammutbäume muss ich noch holen. Aber da hattest du mir, Frank, ja auch noch mal was zugeschrieben. Wie ich das dann am besten mache. Aber gut, schauen wir mal. Kriegen wir auch noch hin. Boah. Alter Schwede, da ziehe ich mir aber jetzt hier einen Wolf, oder? Uiuiui. Mein lieber Herr Gesangsverein. Boah, ist das eine Zerrerei. Können wir mal hier ein bisschen mit der Dinge so unterstützen, mit der Winde, danke. Alter, was ein Mock, ey. Junge, 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 ey, uha, ey. Na komm. Ich brauche mal wieder ein bisschen festen Boden unter den Rädern. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ja, so langsam kommt. Boah, richtig mies gerade. Naja gut, so passt es aber jetzt wieder. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, dass es da so mockig ist. Dass wir es dann doch so schwer haben. Der lässt sich aber auch wieder ziehen wie so ein Sack Muscheln, ne? Der Anhänger. Träge ohne Ende. Naja gut, egal, müssen wir trotzdem machen. Und ja, sollten wir auch dementsprechend hinbekommen. Irgendwie. Oh, nee, ne? Naja gut, aber wir kriegen es hin, ne? Also das ist gar kein Problem. Irgendwie. Dann bringen wir die nämlich jetzt erstmal weg. Dann ist ja da gegenüber von der Farm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da müssen es eigentlich auch noch lange Stämme geben. Holen wir da die zweiten noch und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Holzplanken da hinten abholen. Ich meine, wir haben ja einen Anhänger, wo wir 6 laden können, das wäre ja nicht das Problem. 10 Stück kennt man, sogar noch 4 übrig. Wieder. Auch nicht schlecht, weil wahrscheinlich werden wir noch bei irgendeinem anderen Auftrag welche brauchen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Ja, und ob wir hier, warte mal, welche Map ist denn das jetzt hier? Globale Karte.
Hier, Yoshi, Amur, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir da vielleicht als nächstes mal hingehen sollen. Um nochmal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ja, Two Year Pass habe ich mir immer noch nicht geholt, aber ich komme halt hier erstmal noch nicht weiter. Und deswegen macht das für mich gerade aktuell keinen Sinn. Also, was heißt, ich komme hier nicht weiter, wir kommen hier nur langsam weiter. Und ja, aus arbeitstechnischen Gründen macht es da für mich auch keinen Sinn aktuell, ne? Also, dafür habe ich auch noch eine zu lange Liste an Games, die ich so noch spielen will. Und hier noch auf Halde liegen habe. Und mit dem neuen Job komme ich gerade sowieso voll ins Struggeln, mit den, dass ich überhaupt die Videos fertig kriege. Von dem, was wir jetzt aktuell machen. Ne? Deswegen schiebe ich das mit dem Two-Year-Pass erstmal auf jeden Fall ganz nach hinten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sorry dafür, für die Leute, die es unbedingt sehen wollen, aber wie gesagt, zeitlich, ja, also Zeit ist sowieso ein Problem gerade. Und halt, ja, an Liste, was hier noch auf meinem Zettel steht, komme ich ja gerade sowieso nicht hinterher. Richtig übel, aber kriegen wir auch noch irgendwie über die Bühne. So, warte mal, jetzt fahren wir mal wo lang? Macht es Sinn, da lang zu fahren? Ja, wir könnten es theoretisch probieren, dann wäre der kürzeste Weg. Irgendwie. Schau mal, wir sind ja schon mal hier lang gefahren. Ich weiß aber nicht mehr, wie das jetzt hier war. Bitte nicht so schnell. War das hier in Ordnung? Ah, verdammt, warte mal, ich muss hier lang. Das war wahrscheinlich alles, nur nicht in Ordnung. Schauen wir mal, das könnte echt knapp werden. Ah, ne, geht eigentlich, ne? Sieht gut aus. Ja, geht ganz gut, klar, geht ganz gut vorwärts, sagte er und steckte fest. Na, komm. Na, da hinten nochmal ziehen, jawohl. Ja, so geht. Kein Problem. Gar kein Problem. Kriegen wir rüber. Ja, hat gepasst. Sehr gut. Ja, ging besser, als wenn wir jetzt hier außenrum gefahren wären. Sehr gut. Herrlich. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, können wir nämlich hier einmal schon abliefern. So, einmal lange Stämme. Entladen bitte. Danke. So, und jetzt müssen wir, warte mal, wo war das? Da drüben, ne? Einmal irgendwie rumfahren. Können wir die nämlich da holen? Warte mal, wie ist das jetzt hier am chilligsten? Ist eigentlich Jacke wie Hose. Ja, hier so rum. Ja, hier ist ja entspannt. Ja, das ist ja richtig entspanntes Fahren. Ja, aber komplett dieses andere entspannte. Ja, sehr gut. Dann holen wir nämlich hier noch die langen Stämme. Dann sind wir die schon mal quitt. Hoffe ich zumindest jetzt. Lange Stämme auf den Anhänger. Jawohl, danke. Her damit. Schön der Musik hier wieder aus dem Weg gehen. Dann fahren wir hier einmal im Kreis, laden die auch noch da drüben ab. Oi! Oh Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, so viel zu dem Thema, ne? Verdammt. Warte mal, wo liegen wir denn jetzt? Okay, das war jetzt nicht so geil. Also halt. Ich habe nicht gesehen, dass der hinter. Das ist aber blöd, ne? Das ist ziemlich lang, deswegen habe ich das nicht gesehen. Okay. Hier liegen ja gar keine rum. Warte mal, kann ich jetzt wieder aufladen? Müsste jetzt eigentlich gehen, oder? Ich meine, wir haben drei Stämme noch drauf. Warte mal. Stopp. Anhänger ankoppeln, jawohl. Den haben wir dran. Und Fracht verladen. Oh ja, sehr gut. Das hat soweit funktioniert. Ah, das ist schon mal sehr gut. So, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt hier die blöden Stämme wieder hätte aufpaddeln müssen. Warum ist denn der da jetzt gekippt? War da eine Schräge oder was? Ich hab das gar nicht so mitbekommen. Oh, verdammt. Ah, hier ist nicht ganz so geil. Das ist hier nicht... ganz so geschmeidig, wie es schon im Hinweg war. Ja, genau. Nimm mal den Baum. Den brauche ich. Dankeschön. Zieh. Ah, so. Nein, nicht an dem. Nein, nicht an dem. Ja, so geht's. Passt. Sehr gut. Naja, war doch noch locker hier, ne, die Nummer. Halt, stopp, einmal rum. Langsam. Und entladen, jawohl, sehr gut. Haben wir die schon mal am Start? So, dann fahren wir noch mal hoch, tauschen die Anhänger wieder. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich muss nach wohin? Dort. Wo bin ich? Da, also sprich, wir fahren hier rum. Ja, so geht's. Sehe ich nämlich hier nicht, wo ich hier lang fahren soll. Herrlich, ja, läuft doch. Bis hierhin finde ich es dann doch noch locker, ne? Und diesen einen Mod-LKW, ja, ich bin da noch mal ein paar Meter mit gefahren und ja, ich werde den wirklich wieder verticken, ne? Also mir gefällt er nicht, sage ich ganz ehrlich. Er ist riesig und alles, aber bis ich da jetzt die Kohle für den Motor da zusammen habe, komplett unnötig. Er ist mir auch ehrlich gesagt zu groß, das ist mir schon wieder zu übertrieben. Also ich habe ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, der Kenny, der ist ja schon overpowered. Ne? Mit hier 1000 Liter Sprit und hast nicht gesehen. Aber der andere ist ja komplett übertrieben. Klar kriegst du die Aufträge viel, viel schneller durch und alles. Das stimmt schon, aber... ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist halt nicht meins, ne? Ich meine, ihr kennt mich, ich bin eh nicht der Fan von Mods. Also in der Hinsicht schon, wenn es realistisch eine Hilfe ist, sage ich jetzt mal, eine realistische Hilfe. Ist ja wie beim LS. Ne, da will ich keine übertriebenen Maschinen haben, die 780 Meter Spannweite haben, damit ich einmal nur über das Feld fahren muss, um was abzuernten zum Beispiel. Genauso ist das hier. Also ich meine mit dem Kenny hier, ne, man sieht, das muss ich hier auch kämpfen. So, und das ist ja auch irgendwo, was es ausmacht halt, ne? Also im Game.
Ansonsten könnte man es, na gut, auf der PlayStation vielleicht hier nicht so unbedingt, aber sich am Ende des Tages eigentlich sehen, Mist dahin cheaten und gut ist so, ne? Also, ja. Also wer damit fahren will, ne, und Spaß dran hat, gerne, gar kein Problem. Ich bin jetzt nochmal hier mal ein bisschen rumgefahren. Mir gefällt er nicht. Deswegen, der kommt wieder weg. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Ich glaube auf der anderen Map. Ja, auf der anderen Map habe ich den, glaube ich, stehen gelassen. Von daher, ne? Naja, egal, schauen wir mal. So, warte mal. Jetzt ticken wir das Teil hier weg, ja. So, und jetzt brauchen wir das ist der hier, ne? Genau. Nee, halt, stopp, den nicht. Ach nee. Moment, wir müssen ja nochmal die Sattelkupplung ändern. Einmal. Ich würde nämlich gerne wieder mit dem anderen Anhänger fahren. So, einmal rein hier. Und dann individualisieren. Dankeschön. So, Rahmenzusätze. Sattelkupplung niedrig. Vielen Dank. Aber warte mal, dann können wir eigentlich auch, wenn wir gerade schon mit dem unterwegs sind, packen wir einfach mal. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ne? Wo ist der Unterschied zwischen dem und dem Kran? Man liest hier aber nichts, ne? Also egal. So, raus aus der Werkstatt. Und dann müssen wir uns den einen Anhänger hier wieder snacken. So, warte mal, wo ist das gute Stück? Da ist er. Ah, jetzt müssen wir eigentlich nur wieder zurückfahren, um die blöden Dinger holen, ne? Ja, das ist das einzig Blöde jetzt, ne? Dass wir da wieder eine Weltreise zu dem Sägewerk machen müssen. Ja, ja gut, was wollen wir machen? Kommen wir ja eh nicht drum herum. Können wir leider nicht ändern, ne? Ist halt so. So, einmal hier voll die Pampa rein. Yeah! Das, ja, das ging sehr gut. Hier wird es, glaube ich, ein bisschen mockiger. Ja, wobei hier am Rand geht es eigentlich. Dann haben wir den Auftrag, der mich am Ende des Tages auch noch fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den heute noch hier reinkriegen. Schauen wir mal, je nachdem, wie schnell wir jetzt sind. Vielleicht wird es eine etwas längere Folge, aber gut. Dann hätten wir den Auftrag da auch schon mal durch. Wow. Achtung, Driftshow. Und voll rein, ja. Ja, wie gesagt, mit meinem neuen Job, das ist zeitlich echt gerade wow. Aber egal, der Job macht Spaß, das ist die Hauptsache. Ich bin froh, dass ich den Job gewechselt habe. Und das geht vor allem. Dennoch kriege ich es bis hierhin jetzt noch hin. Wollte ja eigentlich noch viel, viel in meinem Urlaub noch viel, viel mehr Videos vorproduziert haben. Also eigentlich hatte ich geplant gehabt, den ganzen Januar schon vorzuproduzieren. Das habe ich geschafft. Gar nichts. Dafür war ich viel zu viel family-mäßig unterwegs und hatte so noch ein paar Sachen zu erledigen und habe mir dann auch noch mal 2-3 Tage Auszeit gegönnt, weil ich gedacht habe, ey, mal echt mal runterkommen, mal ein bisschen chillen. Gehört, muss ja auch mal sein, ne? Weil, ich sag ganz ehrlich, das letzte Jahr mit Arbeit und die ganzen immer 2 bis 3 Videos am Tag, wow, das strengt schon an.
muss ich ehrlich sagen, es strengt echt hart an. Oh. Aber ja, ich zock halt gerne. Macht halt nach wie vor Bock und ich habe auch nach wie vor Bock für euch Videos zu machen. So halt jetzt mit der neuen Arbeitsstelle, da muss ich echt schauen, ne? Ich denke, normalerweise habe ich am Wochenende immer Zeit gehabt, ne? Die habe ich auch nicht mehr. Zwar nicht jobtechnisch, aber so Private Life und alles Mögliche, da ist Wochenende auch nicht mehr so, wie ich das ja letztes Jahr um die Zeit hatte. Da kann und will man auch mal ein paar andere Sachen noch machen und muss die auch machen. Von daher geht mir da natürlich auch immer so ein bisschen Zeit flöten, ne? Aber wenn sich das mit meinem neuen Job soweit eingespielt hat, jetzt, ich denke mal noch so, ja, 3-4 Wochen vielleicht, dann sollte das eigentlich so wieder einen geregelten Gang haben, dann ist das alles auch wieder entspannter, ne? Wie gesagt, habt ihr noch 2, 3, was sind das? Ja, sogar noch mehr. Games in petto, die ich aber noch nicht gezockt habe. Sogar mehr, warte mal, sogar. Und Frank, ja, Neck 2 will ich auch noch machen, weil auf das Game habe ich auch noch Bock. Dann wäre das auch noch mal ein Game mehr, das heißt, dann wären wir bei, ich glaube, 6 Spiele noch insgesamt, wo ich noch übelst Bock drauf habe, die auf jeden Fall rauszuhauen, ne? Auch wenn das ein oder andere bei euch nicht ganz so gut ankommt, wie jetzt leider New Tales from the Borderland, aber ich habe Bock drauf und deswegen ziehe ich auch durch. Ja, ich bin halt hauptsächlich ein Simulator Zocker, YouTuber. Aber es sind dann doch noch ein paar Story Games, wo ich mega mäßig Fun dran habe und mich drauf gefreut habe, auch wenn sie jetzt schon wahrscheinlich von zig anderen schon gespielt worden sind. Aber das ist mir dann auch Latte. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier als Planken? Halt, so. So, als Planken. Zack. Bams, 6 Stück. Achso, halt, ich muss mich umstellen. Sonst gibt es hier nichts mit Rückwärtsfahren. So, komm, dann ziehen wir das jetzt hier noch durch, dann wird es eine etwas längere Folge. Also mal schauen. Ja, ich würde fast behaupten, wir fahren wieder den gleichen Weg zurück, wie wir gerade eben gefahren sind. Der ging eigentlich ganz gut. Ja, sollte hinhauen. Ja, warte mal. Zack, ein nicer Screenshot noch. Schauen wir mal, ob das passt. Dann bringen wir die noch dahin, dann haben wir übrigens heute noch einen Auftrag hier erledigt. Ne? Oh yeah, das wäre nicht schlecht. Dann sind wir da wenigstens mal echt mal wieder ein Stück vorwärts gekommen. Damit hätte ich dann auch gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin, für heute. Ja, sagte er und fuhr sich fest. Na komm, zieh. Ey, das ist hier aber auch wirklich mockig, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, ey. Boah, ist ja richtig hart hier. Geht mir ab. Na komm. Ja, mit den Holzplatten geht es ein bisschen einfacher als mit dem langen Stämmen. Das ist aber auch bei dem Anhänger hier, ne? Du hast hinten 3 Achsen, den ziehst du hinter dir her, das geht. Bei dem, mit dem Deichselanhänger. Alter Schwede, da hast du hinten 3 Achsen, dann ja,
direkt, also insgesamt 5 Achsen. Da ziehst du den Wolf. Da geht es überhaupt nicht vorwärts. Naja, egal, passt schon. Na komm. Bitte ziehen Sie jetzt. Mal Licht an hier. Gut, bringt jetzt noch nicht so viel, aber gleich. So, hier normaler Gang wieder rein und Vollgas. Ja, da kommen wir dann doch ganz gut vorwärts heute. Das gefällt mir. Da kann man mit arbeiten. Außer wir grätschen jetzt hier irgendwo in die Pampa, dann halt eben nicht. So, warte mal, wie war das jetzt? Halt, stopp. Das muss ich hier lang, ne? Ja. Einmal hier rum. Dann sind wir auch schon fast da. Ja, läuft. Dann ist die Farm auch wieder am Start. Ein Beitrag zur Renovierung. Wir leisten unseren Beitrag, damit die Farm renoviert werden kann. Ich hoffe mal, dass sie das Wasser da mal wegpumpen. Was sie wahrscheinlich nicht tun werden. Entspannt hier rüber, über die Steine, dann hier runter und dann sind wir auch schon fast da. Fahr wieder hier durchs Wasser, das ging eigentlich ganz gut. Vielleicht fahre ich da jetzt mal einen Ticken früher rüber. Warte, wo war das jetzt? Hier vor den Steinen hier. So, hier, das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, oder doch nicht. Ja, ist, glaube ich, Jacke wie Hose, ob du da oder da lang fährst, aber das passt hier. Wie keine sichtbaren Punkte. Da ist doch direkt der Punkt vor dir. Ja, genau, den meinte ich. Dankeschön. Na komm, nochmal. Ja, hier, genau. Diesen Baumstumpf da, ne? Mit dem kann man arbeiten, das ist richtig gut. So, und dann sind wir auch schon da. Sehr geil. Jihihi. Haben wir auf jeden Fall einen Auftrag hier erledigt. So, zack. Bam, jawohl. Wunderbar, danke für deine Hilfe. Ich hoffe, dass uns keine weiteren Naturkatastrophen heimsuchen. Und wir kriegen 14.000 dafür. Sehr geil, ja. Nice. Ja, das gefällt uns. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert, ne? Eine Bewertung reindrücken. Danke dafür. Kommentar immer wieder gerne gesehen. Und auch auf jeden Fall gelesen. Und ja. Über ein kostenloses Abo freue ich mich natürlich auch. Damit machen wir hier erstmal ein Folgenende. Bis demnächst und ciao, ciao.